Schönen guten Tag, hier ist wieder Clowny mit Clownys Clownswelt. Und bevor wir uns dem zweiten Teil der wunderbaren HR-Dokumentation widmen wollen, muss sich euer Clowny mal aus seiner Manege heraus bei euch bedanken. Kaum das erste Video rausgehauen, direkt bei den Angry Captains zu Gast, direkt Manspreading debunked und 77 Abonnenten und über 200 Views auf dem ersten Video. Mega starke Community, dafür bedanke ich mich. Dann noch ein, zwei Nachträge zum letzten Video. Wir haben nämlich eine wunderbare Community und damit auch wunderbare Kommentatoren. Zum einen wurde ich darauf hingewiesen, dass die identitäre Bewegung nicht als rechtsextrem bezeichnet werden darf, sondern nur als Verdachtsfall. Das hörte sich nämlich in der Dokumentation ein bisschen anders an. Hier demonstriert die identitäre Bewegung, eine großteils junge rechtsextremistische Gruppierung, rechtsextremistische Gruppierung. Ich möchte euch dazu kurz die saftige Stelle aus folgendem Artikel der Frankfurter Allgemeine vortragen. Gericht Identitäre nicht rechtsextrem nennen. Super Titel, geht super von der Zunge. Aktualisiert am 25.09.2019. Also für einen Kontext, ein Jahr bevor die Doku, über die wir hier reden, veröffentlicht wurde. Das heißt, der folgende Sachverhalt muss dem HR schon vorm Dreh dieser Doku bekannt gewesen sein. Oder sie können halt nicht recherchieren. Oder beides. Das Kölner Verwaltungsgericht hat eine einstweilige Anordnung erlassen. Die identitäre Bewegung muss weiter als Verdachtsfall bezeichnet werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die identitäre Bewegung IB nicht weiter als gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung bezeichnen und eine frühere Mitteilung mit diesem Inhalt widerrufen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln am Mittwoch entschieden und damit einen Eilantrag der IB stattgegeben. Warum wird in dieser Dokumentation gesagt, dass es sich bei der identitären Bewegung um eine rechtsextremistische Bewegung oder Vereinigung handelt? Wollt ihr mir damit kommen, dass ihr schlecht recherchiert habt? Wollt ihr mir damit kommen, dass ihr bestimmt, was rechtsextrem ist und was nicht und nicht das Kölner Verwaltungsgericht? Ich meine jetzt mal ehrlich, ihr nennt die identitäre Bewegung als rechtsextremistische Bewegung vor der AfD, um die AfD in einen rechtsextremen Frame zu stellen und dann ist euer Beispiel, euer Beispiel noch nicht mal richtig rechtsextremistisch, sondern nur ein Verdachtsfall. Sind das eure besten Beispiele? Nochmal vielen Dank an den Kommentator, der das noch einmal herausgestellt hat. Zum anderen möchte ich zu einem anderen Sachverhalt kommen. Ihr erinnert euch doch noch an die Genetik, oder? Er hat sich über die Erde verteilt. Gäbe es Rassen, müssten sich diese Populationen stark unterscheiden. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Deutscher und ein Chinese sind sich genetisch oft näher als zwei Deutsche. Ich wurde vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass der HR für diese Behauptung natürlich keinerlei Belege liefert. Zum anderen wurde ich darauf hingewiesen, und das ist natürlich auch vollkommen richtig, dass natürlich die Merkmale, die wir als Rassenmerkmale verstehen, natürlich genetisch determiniert sind. Dazu zählt Melaninanteil in der Haut, Augenfarben, Knochendichte, Hormonhaushalt, Haarstruktur, ich schau mal gerade nach, Penislänge. Ne, Leute, ihr wisst schon, was ich meine. Das sind Merkmale, die genetisch vererbt werden, das ist doch vollkommen klar. Deswegen ist ein Kind von zwei Schwarzen halt in der Regel auch nicht weiß. Könnt mich gerne factchecken, es gibt bestimmt auch Albino-Kinder, aber zu dieser Thematik möchte ich einmal aus dem Spektrum.de zitieren. Unsere Familie, alle Menschen sind so unterschiedlich, dass die Menschheit insgesamt sehr homogen ist. Gibt es dennoch typische Gene, die Europäer, Asiaten, Afrikaner voneinander trennen? Hitler intensifies, würde ich mal sagen. Das scrollen wir ein bisschen runter und finden folgende gelb unterlegte Zusammenfassung. Nur wenige Genvarianten sind europäisch. Sie bestimmen über Äußerlichkeiten wie Haar- und Hautfarbe oder die Verträglichkeit gegenüber manchen Nahrungsmitteln, etwa Milch. Spektrum. Das sind Nazi-Methode! Ich finde es natürlich auch noch lustig, wie bei Punkt 1 steht, Europäer, Afrikaner und Asiaten ähneln sich genetisch so sehr, dass sie nicht sinnvoll in klar umrissene Großgruppen eingeteilt werden können. Aber selbst nehmen sie diese grobe Einteilung bei Europäer, Afrikaner und Asiaten selbst vor, weil sie es so nennen. Wir müssen es irgendwie nennen, Leute. Aber natürlich möchte der HR so eine Unterscheidung nicht vornehmen, denn wir sind doch alle gleich. Jetzt aber endlich weiter zum Video. Nochmal vielen Dank an die Kommentatoren. Du bekommst meine Liste mit ein paar Fragen, ja, mit denen du dich mal beschäftigen kannst. Hast du wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht. Hast du wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht? Tut mir leid, Leute, ich muss es nochmal reinnehmen. Wie dreist, oder? Wie dreist. Das heißt, das ist jetzt ein Auftrag. Mhm. Richtig. Okay. Oh. Gut. Ja, gut. Okay, ich glaube, das bespreche ich mal mit anderen Weißen. Hat er sich gerade drüber lustig? Man weiß es nicht. Wie die das so sehen. Gute Idee.
Eine Liste mit lauter Fragen, die auch ich mir so noch nie gestellt habe. Vielleicht, weil Engel ein halbwegs normaler Mensch ist. Naja. Darf ich euch kurz was fragen? Das ist eine sehr spannende Frage. Okay, ja. Habt ihr euch jemals diskriminiert gefühlt wegen eurer Hautfarbe? Nein. Das nicht. Das noch nie. Nein. Definitiv nicht. Also das, was hier gerade durchgeführt wird vom HR, nennt man übrigens ein Privilegiencheck. Und ich stelle jetzt eine Mutmaßung an. Hätte dieses Pärchen mit Ja geantwortet, würden wir diese Aussage nicht hier in der Dokumentation sehen, weil der Frame muss aufrechterhalten werden. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Punkt. Das zu zeigen ist, glaube ich, nämlich der einzige Grund, warum wir diese Fragerunde überhaupt machen. Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie in bestimmte Landkreise in Deutschland nicht hinfahren im Urlaub als weiße Frau? Nee. Nee? Also habe ich kein Problem damit. Ich finde das sehr interessant, wie er hier noch extra fragt, ob sie sich als weiße Frau Gedanken darüber gemacht hat und nicht einfach als Mensch, der dahin möchte, wo es schön ist. Ich sag mal ganz ehrlich, ich meine, er will hier auf Sachsen anspielen, er will hier irgendwie auf Sachsen-Anhalt, Thüringen anspielen, Länder, in denen die AfD relativ stark ist. Was soll das? Denken die, ein Schwarzer, der dort Urlaub macht, wird überfallen von einem Mob, marodierender Skinheads oder so? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Deutschland auch als Schwarzer überall hinreisen kann. Ja, auch Sachsen, ja, auch Sachsen-Anhalt, ohne Angst zu haben, irgendwie irgendeiner Gefahr durch rassistische Gewalt ausgesetzt zu sein. Warum? Weil ich es bis zum jetzigen Stand in den Medien nicht gehört habe. Wenn so etwas in der Art regelmäßig passiert, wüsste ich davon. Aber ich merke schon, es geht hier allein um den Gedanken. Als Kontraargument kommt dann wahrscheinlich, ja, aber Leute machen sich darüber Gedanken und wenn sie sich darüber Gedanken machen, dann fühlen sie sich nicht sicher und wir müssen was dafür tun, damit sie sich sicher fühlen. Aber die Frage ist doch, wer pflanzt diesen Menschen diese Gedanken ein? Seid das vielleicht ihr? Wenn ich also wohin in Urlaub fahren will, ja, dann spielen also jetzt für mich da gewisse Dinge eine Rolle und zwar ist es dort schön. Also ich muss ehrlich sagen, politische Dinge habe ich dabei nicht im Kopf gehabt. Weil sie weiße Hautfarbe haben. Alter, ohne Scheiß, das geht jetzt raus an dich, Engel. Wie schnell haben die dich eigentlich auf Linie gebracht? Hat dich die Moderatorin Backstage noch irgendwie überzeugt? Sind da Schmiergelder geflossen? Ich meine, schaut in sein selbstgefälliges, lächelndes Gesicht. Der hat sich schon richtig gefreut, das zu sagen. Ihr seht schon vorher, wie sich ein kleines Pausbäckchen aufplustern und dann haut er es raus. Weil sie weiße Hautfarbe haben. Nee, da hab ich es. Also da. Bringe ich mich jetzt auf eine Idee, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Ich selber ja auch nicht. Nee, Engel, weil man normalerweise auch nicht auf solche Ideen kommt, es sei denn, man macht eine ideologisch verblendete Doku für den HR. Und dann immer wieder dieser arme Opa, der immer beispielhaft für den weißen alten Mann stehen muss. Ich meine, er ist literally ein weißer alter Mann. Und er ist dann immer der Unwissende bei den Fragen. Das ist so dreckig, das ist so widerwärtig. Und dafür zahlen wir alle. Weil wir beide uns mit solchen Fragen nie auseinandersetzen mussten. Viele Schwarze erzählen mir, sie gucken erst, ob in diesen Landkreisen rechtsradikale Parteien stark sind, weil sie sich nicht trauen, dahin zu fahren. Eine neue Geschichte von Paulaner. Ach so. Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Versteht man das unter journalistischer Sorgfaltspflicht? Es müsste doch ein leichtes sein, uns mit irgendeinem empirischen Beleg davon zu überzeugen, anstatt hier irgendwelche Paulaner-Weisheiten um sich zu werfen. Was soll das? Es geht um die Frage, wann Ihnen das erste Mal bewusst geworden ist in Ihrem Leben, dass Sie weiß sind. Also mir persönlich ist es noch nie bewusst geworden. Ja, nee, ist klar. Das wird einem ja auch nicht immer bewusst, wenn man jemanden mit anderer Hautfarbe sieht, dass man selbst eine andere Hautfarbe hat und weiß ist. Das wird einem nicht bewusst. Ach, das ist doch... Was er mit das wird einem bewusst meint, heißt, haben Sie schon Ihre Privilegien gescheckt. Das ist nichts anderes. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe ehrlich gesagt da auch nie drüber nachgedacht. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie wegen Ihrer Hautfarbe diskriminiert wurden? Dass jemand gesagt hat, Weiße kommen hier nicht rein oder kriegen die Wohnung nicht oder... Ja, frag doch mal einen Schwarzen, ob der schon mal hier in Deutschland in irgendeinem Club oder eine Kneipe nicht reingekommen ist, weil er weiß war. Das müsste man doch belegen, wenn man solche Behauptungen aufstellt. Ich meine, das ist doch das, was hiermit gemeint ist. Na und abgesehen davon bei der Wohnungssuche, wenn ich ein deutscher Vermieter bin, ist mir vollkommen klar, ich habe einen deutschen Bewerber und ich habe einen türkischsprachigen Bewerber, dann ist es allein schon aufgrund der Kommunikation, aufgrund der Tatsache, dass wir vielleicht weniger Missverständnisse haben werden, für mich als Deutscher sicherer, dann auch den Deutschen zu nehmen. Wenn ich einen türkischen
türkischer Vermieter bin, dann stelle ich wahrscheinlich auch eher den Türken ein, weil es da weniger Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Und da meine ich nicht die Sprache, sondern da meine ich auch Kommunikationsschwierigkeiten, was gemeinsame Werte, was die Kultur angeht. Es sind einfach logische Überlegungen, und da immer eine böse rassistische Absicht zu unterstellen, das ist kompletter Schwachsinn. Natürlich wird das Individuum beurteilt, aber wenn du Wohnungen hast, auf die sich mehrere hundert Leute oder vielleicht auch tausend Leute bewerben, dann musst du halt irgendwie sieben als Vermieter, und das geschieht dann halt leider Gottes so. Nee. Auch nicht? Nee. Oder dass zum Beispiel sie plötzlich kontrolliert wurden aus einer Menschenmenge heraus und sie nicht wussten, warum werde ich jetzt kontrolliert? Nee. Ich auch nicht sagen. Oh. Also ich muss jetzt mal ehrlich sein, ne? Die pushen hier die linkesten Talking Points, die man überhaupt pushen kann. Also Racial Profiling ist laut dem HR auch rassistisch, und damit ist die Polizei natürlich auch strukturell rassistisch. Ihr müsst euch echt überlegen, was da wirklich hinter diesen Fragen allein schon für Implikationen stehen. Nochmal für die ganz Unbelesenen unter uns. Die Polizei muss effektiv arbeiten. Die Polizei hat nur 8 Stunden pro Arbeitstag oder 8 Stunden pro Schicht, und die müssen Leute kontrollieren, um Verbrechen zu verhindern. Und das Ding ist einfach, dass sie leider Gottes dann halt bei Leuten mit dunklerer Hautfarbe oder Leute, die eher syrisch oder afghanisch aussehen, in der Regel halt mehr Erfolg haben. Da kann man sich dann gerne bei seinen Mitmenschen bedanken, wenn es dann einen aus diesen Gründen trifft. Aber wenn man dann unbescholten ist, muss man erstens nicht fürchten, und zweitens ist das nicht rassistisch von der Polizei. Die Polizei kontrolliert jetzt auch nicht den Schwarzen mit Aktenkoffer im schönen geputzten Anzug. Nein, sie kontrollieren natürlich den Schwarzen mit Brusttasche, der irgendwo in der Ecke rumlungert und hin und her schaut. Das ist auch vollkommen logisch. Genauso wird auch nicht der deutsche Geschäftsmann kontrolliert, sondern auch der Deutsche, der irgendwie verdächtig aussieht, mit einer Brusttasche, keine Ahnung, schaut irgendwie komisch rum, hat Baggy-Klamotten an. Das ist vollkommen logisch und nicht rassistisch gegen beide. Naja, aber gegen Weiße gibt es ja eh keinen Rassismus. Von daher streichen wir das mal. Nee? Nee, auf was soll man hinaus? Ja, auf was will der Engel hier hinaus? Naja, das kann man sich ja wohl denken. Auf den Rassismus. Aber das weiß sie natürlich nicht, denn sie ist ja einfach nur weiß. Naja, weil Schwarze machen diese Erfahrung ja ständig. Und ich glaube, wir Weißen sind nicht so bewusst, weil es nie für uns ein Problem ist. Ja, ja, ist richtig, ja. Ja, stimmt. Müssten wir mal drüber nachdenken. Ja gut, jetzt ab dem Punkt sagt sie einfach nur das, was er hören möchte, damit er weggeht. Würde ich aber auch machen. So, würde mich an dieser Stelle übrigens mal interessieren, wie seht ihr das? Was für Privilegien habt ihr als Weiße in einer weißen Gesellschaft? Ihr könnt mir das gerne hier unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Würde mich auch mal sehr interessieren. Was für Privilegien ich als Weißer habe? Dass mir generell Rassismus unterstellt wird für logische und rationale Entscheidungen in normalen Situationen. Was ich für Privilegien habe, zum Beispiel, dass ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk monatlich alimentieren muss, damit er mir so eine linksideologisch verblendete Sch** auftischt. Was ich für Privilegien habe, schau dir das Gesetz an, Engel. Schau in unsere Gesetze und bitte zeig mir eine Stelle, wo aufgrund der Hautfarbe oder der Rasse explizit irgendjemand diskriminiert wird. Ich weiß, das kannst du nicht und deswegen machst du es nicht. Wollen wir mal zusammen schauen, was die Leute denn für Privilegien in die Kommentare geschrieben haben? Wollen wir allgemein mal in die Kommentare schauen, lieber Engel? Ich möchte euch mal ein paar Kommentare aus den ersten Kommentaren unter eurem Video vorlesen, wenn ihr das nicht selbst schon getan habt. Wir nehmen rassistische Denkmuster und Bilder mit der Muttermilch auf. Das ist so bizarr, wir sind endgültig eine South Park-Staffel geworden. Dieses Video ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Was haben wir dann? Die Weißen, die Schwarzen. Bei den Leuten, die überall nur Rassismus sehen, spielt die Hautfarbe in dem Jahr scheinbar eine sehr, sehr große Rolle. Oder wie wäre es denn mit, wenn man irgendwelche Spaziergänger in der Altstadt befragt, dann wird man auch diese Antworten wie in der Doku bekommen. Ich habe in NRW die Ausbildung zum Polizeibeamten gemacht und kenne daher diverseste Stadtteile in zum Beispiel Duisburg, wo man als Deutscher im eigenen Land Rassismus kennenlernt, wenn man nur 5 Minuten durchgeht. Dann wird am Ende Vietnamesen und Kurden abgesprochen, Rassismus bewerten zu können, weil sie nicht dunkel genug sind. Ihr Antirassisten seid besessen von Rasse. Tja, Engel, das ist jetzt aber blöd gelaufen. Irgendwie hat niemand seine Privilegien da reingeschrieben. Woran das wohl liegt? Ach ja, übrigens, zu den angesprochenen Asiaten und Kurden kommen wir in Kürze. So, weiter geht's. Macht man sich darüber Gedanken oder machen Sie sich darüber Gedanken, was Sie für Privilegien haben? Das mache ich, ja. Ich denke, das mache ich. Ich arbeite in der Grundschule und habe deswegen ja, mit vielen Ethnien, vielen Menschen aus verschiedenen Ethnien zu tun. Und ja, das ist schon ein Thema. Okay,
Alles klar, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, welche Beispiele sie für ihre Privilegien liefert und inwiefern die irgendwas mit den Kindern in der Schule zu tun haben. Was für Privilegien hatten Sie oder haben Sie? Na, zum Beispiel, dass ich nicht gefragt werde, wo ich herkomme oder warum ich so gut Deutsch spreche. Mhm. Ja. Das sind die besten Beispiele für Privilegien, die ihr einfallen, die sie als Weiße hat. Ergo, nen Scheiß. Ohne Kack, Alter. Jetzt sind wir hier, jetzt komm, jetzt mal hier, Tarek Tesfu bei die Weißbrot, ne? Was soll das denn? Jetzt sind die besten Privilegien, die der Dame einfallen, sind, ich werde nicht gefragt, wo ich herkomme und warum ich so gut Deutsch sprechen kann. Ja, weil du aussiehst wie der letzte Aalmann und weil du halt vernünftig Deutsch redest, da muss man dich auch nicht für loben, weil es selbstverständlich ist. Ich möchte behaupten, wenn das die besten Beispiele sind, die einem einfallen, und ich meine, der Engel bringt ja anscheinend auch keine besseren, das sind die besten Beispiele, die wir hier hören werden, dann muss man doch ehrlich sein, haben wir, glaube ich, im Kampf gegen Rassismus nichts mehr zu tun, oder? Also, ich werde gefragt. Komm, weiter. Es ist einfach alles relativ normal, was ich mache. Es wird nicht hinterfragt. Ich musste gerade wirklich ein bisschen darüber nachdenken, was die gute Frau jetzt vielleicht meint mit "es wird nicht hinterfragt". Ich glaube, sie meint es vielleicht so, wenn man jetzt einen nicht deutsch aussehenden Deutschen in Deutschland fragt, wo er herkommt, dass man damit hinterfragt, dass er deutsch ist. Aber das hat ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes. Das ist ja auch diese komische Grundannahme und das sind auch immer dieselben Talking Points. Wo kommst du her? Und dann kommt, aus Duisburg. Und dann denkst du dir nur so, ja, komm, verpiss dich. Ich möchte hier ein Gespräch führen und ich möchte ein schönes Gespräch mit dir anfangen. Wenn ich Leute auf ihre Herkunft anspreche und die wissen schon, dass sie dann nicht sagen, Duisburg, nein, dann ergibt sich in der Regel ein langes, wunderbares Gespräch, wo ich wirklich erfahre, was dich ausmacht. Ich erfahre, was du für Lieder singst, an was für Götter ihr glaubt, was ihr für Essen kocht, welche Tänze ihr tanzt. Das alles erfahre ich und das ist meistens der Anfang von einer wunderbaren Konversation und man erfährt so vieles über die Menschen und dass das irgendwie als rassistisch gekennzeichnet wird, ich finde, das ist eine Kriegserklärung gegen jedes gute Gespräch mit einem Fremden. Was uns hier genommen wird, ist wirklich die Möglichkeit, ein schönes Gespräch zu führen, ohne als Rassist dargestellt zu werden. Und das finde ich wirklich, wirklich schade. Aber auch hier, wir bestimmen nicht nur, was ihr sagt, sondern wir bestimmen auch, worüber ihr reden dürft. Ja, kann nur sagen, danke für diese Erfahrung, die war echt spannend. Also mir war nicht klar, dass die meisten Weisen überhaupt kein Gefühl für bestimmte Situationen haben, die du ja wahrscheinlich täglich erlebst. Und ja, wird sie also täglich gefragt, wo sie herkommt und warum sie so gut Deutsch spricht? Das muss einen wirklich in tiefste Depressionen werfen. Deshalb auch überhaupt kein Gefühl dafür haben, was sie für Privilegien haben. Was so weit geht, dass die dann denken, was stellen die sich eigentlich so an? Das ist doch alles kein Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle gesehen habt, aber irgendwie hat das keiner von den Leuten so formuliert, wie er das jetzt gesagt hat. Oder ist das jetzt einfach ein Strohmann gegen die deutsche Allgemeinbevölkerung? Ja, also okay. Das fand ich interessant. Das heißt, du warst da jetzt schon überrascht? Ja, auch was mich selber angeht, also weil ich mir das auch nicht so klar gemacht habe. Kurz drüber nachdenken, was will sie jetzt von mir hören? Ja. Da jetzt schon überrascht? Ja, auch was mich selber angeht, also weil ich mir das auch nicht so klar gemacht habe. Ja, ich meine, dem einen oder anderen ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass die Moderation zwischen den beiden natürlich geskriptet bis ins kleinste Detail ist. Aber da frage ich mich doch, wäre es nicht der Auftrag eines Journalisten, solche Positionen und Aussagen vielleicht auch mal zu hinterfragen? Ich meine, klar, die sind beide Mitarbeiter vom selben Arbeitgeber, aber es geht doch hier um Rassismus. Sondern lass uns doch wenigstens vernünftig darüber diskutieren und vielleicht das ein oder andere Pro-Kontra gegeneinander abwägen. Er sieht ja einfach alles als gesetzt an, was sie ihm vorbetet. Und das finde ich auf journalistischer Ebene einfach schwach. Weiter geht's. Und ich frage mich natürlich noch eine weitere Sache. Wenn die beiden im selben Medienhaus arbeiten, und zwar beim HR, und sie davon redet, dass sie täglich Erfahrungen mit Rassismus macht, sollte man da nicht vielleicht auch die Doku nutzen, um ein bisschen vor der eigenen Tür zu kehren? Oder kann es sein, dass der Rassismus nur außerhalb des HRs stattfindet? Sowas muss man nicht transparent machen, oder? Sind da vielleicht einige Behauptungen einfach haltlos?
eine Sache ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Du hast am Anfang im Café gesagt, du hättest auch Rassismen im Kopf. Also als potenzielles Opfer von Rassismus. Genau, also tatsächlich habe ich auch, ich bin ja auch hier in Deutschland groß geworden, habe die gleichen Kinderbücher gelesen wie du. Hahaha, da hat sie euch fast gekriegt, ne? Ihr dachtet, sie hat vielleicht rassistische Vorurteile gegen Weiße. Aber nein! Es sind die deutschen Kinderbücher, die rassistische Stereotype in ihr groß gemacht haben. Das ist es nämlich. Sie ist nämlich auch rassistisch gegen Schwarz. Also jetzt mal im Ernst, ey. Der Strubbelpeter hat den Clowny auch nicht dazu gebracht, sich seine Clownsmähne abzurasieren. Die Max und Moritz, die haben den Clowny nicht dazu gebracht, Witwe Boltes Hähnchen zu klauen oder Lehrer Lempel Schwarzpulver in die Pfeife zu stopfen. Also ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Erst war es doch die Muttermilch, mit der wir den Rassismus aufnehmen. Jetzt sind es also auch die Kinderbücher. Man lernt hier nie aus. Man dachte, man kriegt jetzt irgendwas wie Selbstreflexion. Ja, ich habe auch gegen Weiße Vorteile. Nein, die hat sie natürlich nicht. Außer ein Vorurteil. Die Weißen sind Rassisten. Und deswegen habe ich natürlich auch diese Stereotype im Kopf. Und ich habe zum Beispiel ganz lange schwarze Menschen nicht schön gefunden und fand auch zum Beispiel meine Haare total hässlich. Bis ich Mitte 20 war, wollte ich lieber glatte Haare haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie über ihre Adoleszenzphase oder so redet. Ich glaube, eine gewisse Identitätsfindung findet da bei jedem statt und jeder findet sich an irgendeinem Punkt in seinem Leben nicht attraktiv. Euer Clowny wollte auch nicht immer so eine wallende Clownsmähne haben, wie ihr sie heute seht. Euer Clowny wollte mit 14 auch gerne glatte Haare haben. Kann man nichts machen. In der Manege musst du halt wild sein. Und ist es jetzt rassistisch, wenn ich jetzt oder sie jetzt schwarze Menschen nicht schön findet? Also wenn ich irgendeine Art von Mensch nicht schön finde, bin ich doch nicht direkt rassistisch. Das ist einfach Geschmack. Das ist Präferenz. Kommt auch drauf an, auf welcher Ebene. Finde ich die einfach optisch schön oder finde ich sie auf einer sexuellen Ebene schön? Da wird auch kein Unterschied von ihr gemacht. Da muss man doch ehrlich sagen, klar, manchmal findet man das schön, manchmal das andere. Das wandelt sich im Leben. Aber ist das jetzt rassistisch? Und sie kann mir jetzt auch nicht erzählen, dass das die Kinderbücher waren, die ihr das gesagt haben. Aber ja, ist schon klar, man muss alle Menschen schön finden, weil alle Menschen ja auch gleich schön sind. Und dass das nicht subjektiv ist, ist natürlich auch vollkommen klar. Ja, logisch. Weiter geht's. Das ist ja traurig. Ja, er findet es so traurig, dass er immer noch breit am Grinsen ist. Ja, das beste Beispiel ist, du wirst in jedem Afro-Shop die sogenannte Bleaching Cream finden. Also eine Aufhellungscreme, ja, die Haut heller macht. Man kann sich ja vorstellen, das Zeug ist total giftig, ist krebserregend, aber die Menschen kaufen das und schmieren sich das auf die Haut. Ja, das ist verrückt. Ja, das ist schon verrückt. Also ein afrikanischer Shop bietet ein Kosmetikprodukt zur Aufhellung an. Und das wird gekauft. Warum sollte er es dann nicht anbieten? Das ist doch einfach eine marktwirtschaftliche Überlegung. Warum biete ich etwas an? Anscheinend ist die Kundschaft dafür da. Ist das jetzt Rassismus gegen die eigene Hautfarbe? Ich meine, wir können ja mal ein bisschen lesen, was es mit diesen Bleaching-Cremes auf sich hat. Und wenn sie krebserregend sind, sollte die Wirkung doch hinreichend bekannt sein. Davor sollte doch auch ein Warnhinweis irgendwie vom Verkäufer kommen. Dann geht man das Risiko bereitwillig ein. Genauso wie wenn ich mir ein Schächtelchen Gouloirs Blau kaufe. Also, hautaufhellende Mittel werden in Form von Stiften und Cremes eingesetzt, unter anderem gegen Pigmentflecken, Altersflecken und Sommersprossen, Leberflecken, ungleichen Teint und die dunkelpigmentierte Haut in der Analgegend, das sogenannte Analbleaching. So, wir skippen jetzt ein bisschen. Durch die Unterdrückung der Melaninbildung wird die Haut empfindlicher gegen UV-Strahlung und deren Auswirkungen. UV-Strahlung, was sind die Auswirkungen? Hautkrebs. Einzig zugelassenes Arzneimittel in Deutschland. Das einzig zugelassene Arzneimittel in Deutschland. Das Medikament heißt Pigmanorm. Und da gucken wir dann auch mal in die Beschreibung rein. So, und zwar ist dieses einzig in Deutschland zugelassene Medikament fürs Bleaching verschreibungspflichtig. Und wir lesen, wenn der Clowny mal STRG und F drückt und Krebs eingibt, ein Ergebnis für Krebs. Und zwar Hinweis, aus Tierexperimenten ergibt sich nach Fütterung mit Hydrochinon der Verdacht auf erbgutschädigende und schwach krebserregende Wirkung dieser Substanz. Die Dauer der lokalen Anwendung sollte bei Menschen deswegen, selbst wenn sie äußerlich mit nur geringer Aufnahme erfolgt, vom Therapieerfolg abhängen und möglichst kurz gehalten werden. Also wenn du mit der Scheiße nicht übertreibst und nicht darin badest, dann kriegst du davon auch keinen Krebs und es ist eine haltlose Behauptung zu sagen, das ist einfach schrecklich giftig, das Zeug. Das Zeug kriegst du auf Rezept in der Apotheke. Das ist nicht einfach nur giftig und tödlich. Und selbst wenn du instant Krebs bekommst, sobald du nur mit der Salbe in Berührung kommst, es ist halt deine freie Entscheidung, das Zeug zu kaufen. Und selbst wenn du es kaufst und dir damit deinen Anus bleachst, du bist dadurch immer noch kein Rassist. Lasst euch davon mal eher keinen Bären aufbinden. Und diese Rassismen, diese Klischeebilder,
die haben sehr, sehr viele echt in den Köpfen. Also ich denke mal, wenn ich jetzt losgehe und mal ein paar Leute frage, dann zeige ich dir das mal, wie die Leute über sich selbst teilweise denken. Das würde mich interessieren. Machst du es mal? Mach ich. Okay. Bis dann. Ja, ciao. Hammer, das habe ich mir auch so nicht klar gemacht. Bin echt gespannt, was sie erzählt. Alles klar, also Engel fact-checkt jetzt nicht irgendwie, ob diese Salben in den Afro-Shops überhaupt in Deutschland zugelassen sind und wie krebserregend sie wirklich sind, muss daher er jetzt hier auch nicht wirklich feststellen. Ne? Dass das einem Millionenpublikum im Fernsehen zugänglich gemacht wird und dass das eventuell auch geschäftsschädigend für die Hersteller sein kann, wird hier nicht bedacht. Aber gut, passt schon so, ne?